Dann ist das Ganze auch schon tutti, würde ich sagen. Wupp, wupp. Und das erste Video, was fast schon fertig ist, dreht sich darum, wie viel, nicht unbedingt Geld, aber wie viel etwas kannst du mit einem Goss machen in einer Stunde Emok-Bären zermatschen? Hä? Emok-Bären zermatschen? Du hast richtig gehört. Es gibt in Emok, hier, ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme mit der Map. Warte mal, da ist der Anfang. Ah, ihr seht da meinen Mauszeiger nicht. Hier ungefähr müsste das sein. Gibt es am Strand sogenannte Bären. Die geben viel XP, gut XP, und ich muss gucken, dass ich hier wegkomme, sonst bin ich gleich Wandererfutter. Ganz kurz konzentriert. Komm, mach halt. Danke. Und ja, ich dachte mir, diese Bären machen mir diese Woche eh keinen Schaden, also wo das Update rauskam. Lass mal gucken, wie gut sind die Bären eigentlich wirklich in puncto EXP und Drops. EXP habe ich leider vergessen danach zu gucken, aber das ist auch nicht so wichtig. Fakt ist jedenfalls, ich bin eine Stunde rumgelaufen, ich kann nicht reden, Alter, was ist heute los? Rumgelaufen, habe Bären zermatscht, habe das Ganze aufgenommen. Von der EXP war das ganz nice, Drops waren es fast gar keine, deswegen ist das Video auch so gut wie fertig. Also, ja, es war nicht so viel. Auf XP war, wie gesagt, echt nice. Und ja, das zweite Video, das ziehe ich auch schon an, aber da ist noch nichts fertig. Da muss ich nur die Drops rausschneiden und das, also halt rausschreiben, nicht schneiden, schneiden ist es auch noch. Ist, übrigens, diese ersten drei Videos, die ich jetzt nenne, fallen in die Reihe, wie viel ist das extrem? Weil das ist so ohne diese Defense eigentlich nicht möglich. Das zweite Video dieser Art ist, wie viel ist es, wenn du eine Stunde lang mit einer Asketik Solo Goblin Warriors vermöbelst? Gesagt, getan habe ich eine Stunde. Ach, guck mal, da ist auch nochmal ein Buff. Okay, krass. Gesagt, getan habe ich eine Stunde lang alleine Goblin Warriors vermöbelt mit der Asketik. Und habe, was das an XP und Geld bringt. In Geld ist es ein bisschen mehr. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, wie viel dabei war. Aber war auf jeden Fall lustig. Und. Oh, Schaman-Buffs, Moment. Ich hab jetzt keinen Tod im Spiel, weil ich Schaman-Buffs gebe. Moment, da, ich hab bloß Musik. Das nächste Video der Reihe, also wie gesagt, Asketic Goblins. Das nächste Reihe, Videos der Reihe Extreme wäre: Wie viel Geld kannst du machen innerhalb von einer Stunde? Wenn du, was war das denn einmal? Ach ja, die 6F1 sind Goths, genau. Aua, ist dann. Wenn du eine Stunde lang mit dem Goss in die 6F1 Viecher klatschen gehst. Ah, der Buff ist an, schnell! Schnell reinhauen! Party, klopfen! Wow. Damage machen! Ja, das ist das nächste Video aus der Reihe Extreme. Warte mal, ich soll mal Counter anmachen, das hinkriege. Damit ich zum Schaden, wenn ich bekomme, auch ein bisschen zurückgeben kann. Oh, ich klopfe mich gerade noch shit mit drei Defendern. Das ist, glaube ich, ungesund. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eventuell muss ich mich gleich unsichtbar machen. Naja, komm, 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 komm. Unsichtbar, 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 unsichtbar. Das wird nichts. Der hat 0%, der hat 4%. Weißt du was, ich probiere mein Glück. Der ist down. Der müsste auch gleich weg sein. 10%. Bitte haben wir keinen Schaden rein, danke. Spinnen hat nichts gebracht, shit. Okay, gut. Ja, und dann habe ich noch ein Video aus der Reihe, wie viel ist es, aber nicht im Extremformat. Das kriegt man auch so hin, wenn man genug Eva hat. Habe ich wahrscheinlich jetzt dank dem Family Buff auch so. Keine Ahnung. Fits of Killing. Da muss Schaden. Bam, 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 bam. Zack, weg mit dir. Und zwar, wie viel ist es in einer Stunde im Tower of Priest Floor 4 Shiny Party? Das sind die vier Videos, die ich in der Woche aufgenommen habe, die mir jetzt spontan eingefallen sind, zu denen es ganz cool wäre mit der Defense. Leider, wie gesagt, habe ich nicht mehr aufgenommen, weil halt dann irgendwann die Woche vorbei war, das Ganze gepatcht wurde. Du bekommst jetzt nur noch 1% Defense statt 100 Defense. Aber ja, ist halt wie es ist. Vielleicht hätte es noch andere coole Sachen gegeben, die man mit der Defense hätte machen können. Aber, oh shit, das Respawn. Aber das Problem war, in der Woche hatte ich auch kaum Zeit, Großes aufzunehmen.
Also ich habe gerade so das geschafft, was ich gemacht habe. Mein Schlafrhythmus hat übel gelitten, deswegen. Moment, lass mich ganz kurz den Trinket-Buff abwarten. Bevor ich den was in die Fresse hau. Wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen, wenn ich rüberlaufe mit dem Defender und den Trinket-Buff dafür zwei Viecher nehme, aber das ist halt neu. Ich muss ja erst klarkommen, okay? Lasst mich. Ich bin ein Plepp. Ja. Mir hätte vielleicht jetzt so andere Sachen gegeben, die man hätte mit dem Exploit machen können, sage ich mal, aber mir ist nicht mehr eingefallen und mehr Zeit hatte ich auch nicht von dem her. Ja. Habe ich die Videos aufgenommen, die ich halt aufgenommen habe und das muss erstmal reichen. Aua. Come at me, Bro. Der Dinger, wenn er angeht, würde ich dann gerade ein paar Viecher zusammenziehen. Vielleicht doch ein paar von den Nicht-Defendern, einfach damit ich wieder ein bisschen Mana reinkriege. Schön kloppen, schön kloppen. Ah, shit, die klauen mir die Defense. Oh, fuck, fuck, fuck. Hab ich ganz vergessen. Lass mich nur ganz kurz eine Runde laufen, weil es macht Aua. Einmal weg. Ganz kurz köpfen den Kollegen. Danke. Da kommt der nächste Kollege köpfbar. Okay, die zusammenziehen ist keine gute Idee, wenn die mir die Defense klauen. Ich habe zwar nicht so viel Defense mit dem Dieb, aber trotzdem, wenn ich null Defense habe, das macht dann schon Aua. Aua beträchtlich. Ne, also Bescheid. Ich hoffe übrigens, die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft, ich kann es vielleicht auch gerade mal ganz kurz erwähnen, was das für ein Programm ist. Falls ihr da Interesse daran habt, das zu wissen. Ist okay. Warte mal, der Dinger geht gleich aus. Lass mich ganz kurz gucken, ob ich noch einen zweiten Defender herkriege. Gut ist auf jeden Fall, dass der Defender durch diesen Trinket Strike, den ich gemacht habe, den Schaden, dass da sich der Buff nicht getriggert hat. Das wäre nämlich auch möglich gewesen. Okay, ich habe einen zweiten. Ein Defender ist weg. Jetzt habe ich wieder zwei Stück. Ah, ist dann fuck. Gucken, ob ich mit zwei zurechtkomme. Andernfalls wäre das blöd. Eine Sache, die ich übrigens gleich machen würde, die Chance dazu habe. So, wo sind sie denn? Ich habe mir da extra welche rübergeschoben. Oh, warte mal, ich kann den Panther noch wieder reinmachen. Ihr müsst jetzt ganz kurz warten, ich habe hier keine AP. Dann mal ganz Fleisch naschen. Wo sind denn die Dinger eigentlich? Ah, da oben! So, einmal anschalten. So, ist er verbuggt. Also ich habe davon eh so viele rumliegen, weißt du. Dann muss ich ein bisschen weniger von Hand heilen und zum Notfall habe ich jetzt hier die großen Dinger. 18.000 Spin Attack, jo! Upsi! Also gerade wenn ich zwei Defender habe, ist es vielleicht ganz praktisch, wenn ich das so mache. Ist ein bisschen entspannter für meinerseits. Ja, der faule YouTuber wieder, ne? Du kennst ihn. Schaman-Buffs halt noch eine Weile. Hit me, Bro. Aber nicht so. Ich bin ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl, ne? Ja. Noch 7 Sekunden. Okay, passt. Da sind wieder zwei Defenders.
Aber ich warte kurz auf Dance of Killing. Weil und Dance of Killing lohnt das recht wenig. Ich weiß, das letzte Mal, wo ich so ein Ding gebraucht habe, bin ich hingegangen mit. Moment. Warte. Bin ich hinter dem A gegangen und einem großen Charakter, ich glaube ein Goss war's, hab die Viecher zusammengelöst, einmal gespinnt und zwei los hatte ich das Ding gehabt. Aber das wird so jetzt nicht funktionieren. Erstmal Unsichtbarkeit weg. ...20.000. Ach scheiße, das ist Killing Dance auf. Ah, fuck, Killing. Aua, Mann, geh an. Will mich verarschen, oder was? Ja, wahrscheinlich habe ich drin... Sprachen dann Bubble und so, du weißt Bescheid. Habe ich genau in dem Moment, wo ich es anmachen wollte, es dann bekommen, dann ging es halt nicht. Aber andererseits ist es schon angegangen. Also es war... Ach, keine Ahnung, ist doch egal. Wäre halt stilvoller gewesen, wenn es so funktioniert hätte, wie ich es gehabt haben wollte. Egal. Oh, meine Buffs gehen aus, oder was? The fuck? Daneben ohne. Aber ich könnte meine Speed-Up reinschmeißen. Ah, Tech-Buff ist an! Feuer! Okay. Ich bin schon mit dem Finger auf dem Counter. Aber wahrscheinlich wieder zwei neue spawnen werden. Aber er stunt mich bloß. Er stunt mich bloß. Uff, 3000, da ist der Respawn, den ich gerade eben noch angekündigt habe. Warte. Schamanbass brauche ich auch wieder. Lass mich erst ganz kurz den Killing anmachen. Der aktiviert den Buff übrigens auch schon. Komm, schlag zu. Bisschen was an Damage kann ich noch rausschmeißen. Ah, ist schon wieder aus. Egal. Komm, beherrlichen. Danke. Ich habe mit einem Defender-Schwert halt kein Glück, habe ich das Gefühl, ha? Kein Glück, wie es mir scheint. So, erstmal den wieder auf 100% schieben. Theoretisch könnte ich es auch so machen, dass ich das Ding nur in die Leiste nehme, wenn ich es brauche, aber weißt du was? Da ich als ISE permanent am Raufmöbeln bin, drauf geschissen. Zwei Defender, zwei normale. Das kriege ich hin. Dürfen natürlich so viele. Aua! Große Hits von den Defendern reinkommen. Ein Defender ist weg, einer bleibt noch. Kann ich doch, kriege ich hin. Warum glaubt mir denn keiner? So. Uff. Noch alle verbuggt. So, gerade mal abchecken, ob ich vielleicht eins aufgehoben habe. Nein, dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Warte, das Buff geht gleich wieder aus. 3 Sekunden noch. Würde ich quasi mit Dance of Killing wieder anmachen.